Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Feed the Beast Monster. Ein richtig gigantisches Modpack mit 183 Mods, die extrem gut abgestimmt sind und echt motiviert sind. Ja, viele sind schon bekannt, aber es gibt auch sehr viele neue. Und ja, ich möchte euch in diesem Let's Play dieses Modpack ein bisschen vorstellen. Ich habe lange Zeit mit ein paar Kollegen Multiplayer gespielt, aber nach einiger Zeit wird es leider sehr, sehr laggy, weil dieses Modpack braucht extrem viel Arbeitsspeicher und dann noch, muss ich noch den Server leiten und nebenbei Videos hochladen und alles mögliche, das geht nicht. Dann werde ich jetzt ein Singleplayer Let's Play machen und ja, da könnt ihr dabei sein, könnt ihr natürlich schauen. ich habe hier eine Welt gestartet, die finde ich noch recht schön. Also das war gleich die erste. Ich habe ein Texture-Pack, Spark-Puppy, die Craft-Monster mit Monster, mit der Monster-Erweiterung, aber das geht nicht. Wenn ich drauf drücke, stürzt Minecraft ab. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich später noch aktivieren, wenn ich weiß, wie sowas abstürzt oder keine Ahnung, irgendwie ist etwas nicht kompatibel. Ja. Wahrscheinlich wegen 1.62 oder 1. Und ich habe 1.64, irgendwie ist es nicht so kompatibel. Keine Ahnung. Also wir werden mal die Welt starten. Das werde ich Schritt für Schritt euch mal ein bisschen in diesen Mod einleiten. Ja, es geht leider ein bisschen. Aber jetzt. Okay, ging relativ schnell. Und wie ihr seht auf der Map, ist es nicht schlecht. Also es gibt viele Biome hier. Schöne Regionen. Ja. Ich habe die Welt mit, wie heißt das Modpack da? Pioms and Plenty gemacht. Also da könnt ihr dann bei den Erstellungssettings ändern. So, ich habe Optifine. Kann man das irgendwie, das kann man hier auch nicht umstellen. Geht es irgendwie wieder nicht. Ja, dann muss ich es umstellen. Dann muss ich es in die Jar legen. Aber das ist das nächste Mal. Es geht relativ gut, auch ohne Optifine. Und wir haben Monster hier. Ach ja, etwas Wichtiges noch. Ich habe alle Mods aktiviert. Also auch die, die nicht aktiviert sind am Anfang. Damit ihr das wisst. Außer dann natürlich die zwei extra Map. Also Map-Macher. Sans Minimap und die andere heißt Rice Minimap. So, wir schauen mal, ob die gefährlich sind. Wir sind gerade am Spawn. Da trifft sich gut. Ein Aspid. Hallo Aspid. Was ist das? Ich dachte es mir. Okay. Irgendwie etwas Böses ist hier. Wahrscheinlich irgendwo eine Magie-Mod oder so. Was wollte ich noch sagen? Ah, das sind die Monster, die machen das. Okay. Ich wollte jetzt Wichtiges noch sagen. Ich habe auf Peaceful gestellt, genau. Ich habe auf Peaceful gestellt, weil es gibt extrem viele Monster hier im Mod. Und das würde dann den Schwierigkeitsgrad extrem nach oben schieben. Dann werden wir zuerst einmal ein paar Nahrung und Rüstungen machen und dann erst auf Peaceful stellen oder nur in anderen Welten. Ja, ich habe mich ein bisschen mit dem Mistcraft-Mod auseinandergesetzt.
Ich hoffe, wir failen nicht, weil der Witchcraft-Mod ist extrem zum Failen da. Aber, ja. Ich weiß es jetzt, wie man so, wie man startet und so. Hey, ich will da nicht irgendwie etwas Automatisches. So, wir brauchen Holz natürlich am Anfang, wie in jedem Mod. Wie auch im Originalspiel. Ohne Holz geht nichts. Wir werden vielleicht ein bisschen reißen, um eine schöne Position zu suchen. Weil es ist schon sehr hilfreich, wenn wir wenn wir ein bisschen auf einer schönen Position, einer hilfreichen Position sind. So. Also. Wir machen jetzt ein Schwert für die Kühe. Können wir hier schon ein Schwert machen? Ja. Das hilft sehr schön weiter. So. Die Stahlsachen werden wir wahrscheinlich nicht herstellen. So. Jetzt gehen wir weiter. Ein paar Kühe schlachten. Wo seid ihr jetzt hin? Da ist mal eine hin. Schade, ist nicht so stark. Ist wahrscheinlich gleich stark wie Eisen, einfach ein bisschen zäher. Und so. Hier haben wir schon mal ein bisschen Treibsand. Oder einfach ganz normaler Schlamm. ja, es gibt richtig viele neue Sachen. Das Gras ist mal so richtig dicht. Wir könnten hier machen, aber hier gibt es viel zu viel Wasser. Ein Herbstwald. Da drüben, also. Ne, wahrscheinlich einfach ein trüberes Biom. Hier ist Basalt, das können wir mal ein bisschen mitnehmen. Da können wir sehr schön bauen. Damit. Wir reißen jetzt einfach mal kurz ein bisschen um den Spawn, sonst müssen wir, also wenn wir etwas nicht finden, ein schönes Gebiet, einfach mal grundlegend irgendwo, wo es flach ist, ansiedeln. Und das dann mit Mistcraft machen oder einfach mal umziehen. Es geht relativ gut mit den Packpacks. Und es gibt dann auch Kisten, Verschiebe, hoffentlich. Auch in diesem Modpack. Ja. Leider ist hier auch überall Wasser. Das ist ein bestimmtes Biom. Es heißt Marsch. Also ganz normaler Marsch. Ein Sumpf. Ja, sieht nicht gerade gut aus. In ein solches Biom will ich nicht gerne. Bisschen zu dreckig. komisch. Falsche Textur. Kurios. Wir brauchen ein bisschen Rappersetzlinge. Ein paar von diesen Setzlingen. Hier haben wir schon mal einen neuen Seed. Raspberry, das ist glaube ich Himbeere. Oder Brombeer. Nein, Brombeer ist es nicht. Ja. Schade, dass die Rubberwood irgendwie ein bisschen verbuggt sind. Aber die sehen sowieso nicht ganz so gut aus. Wir verbergen diese Mod-Textil. Red Sunstone. Es gibt extrem viele neue Steinsarten. Richtig geil. Da
können wir sehr schönes bauen. Auch mit den Mikroblocks und solche Sachen. Da bin ich sehr motiviert. Ja, das reicht mal. Nehmen wir das, noch das Kupfer mit. Ups, wir warten. Ja, Kupfer ist ein bisschen komisch. Weil es von Thermal Expansion ist, gehen viele Rezepte nicht. Aber man kann es dann mit einem Messerator in normales Kupfer machen. Darum ist der Start ein bisschen schwer. Und das zeige ich euch auch, wie man es am besten macht am Anfang. Und wenn ihr natürlich Verbesserungsvorschläge oder ja andere Meinung seid oder so, dürft ihr es gerne unten in die Videokommentare posten. Und ja. Ich werde mich gerne euch ein bisschen anpassen, wenn ihr irgendwelche Sachen sehen wollt oder andere Dinge, dann dürft ihr mir gerne ein paar Vorschläge einbringen. Ja. Hier. Wow, nochmals neue Bäume. Haben wir auch ein schönes Biom. Mal schauen, wie das heißt. Das ist die Mangrove. Mangrove Wüste, okay. Richtig schöne Bäume. Ich nehme mal einen mit. Oh, der geht nach unterirdisch. Also die Wurzeln sind recht groß. Ja, nicht schlecht. Mir gefällt auch der Farbton. Ich werde hier nichts anderes bauen. Weil sonst haben wir nochmal seinen Inventarplatz weg. Wir müssen am Anfang richtig gut aufpassen, was wir mitnehmen und was nicht. Oh, das ist ein schönes Biom. Pilzwald. Leider sind es große Bäume, schade. Solche Kristalle gibt es überall, vor allem unterirdisch. Die bieten Bonis, wie zum Beispiel jetzt Resistenzen. Und was ist denn das? Was war denn das? Ein Meteorit? Geil. Nee, echt? Das ist ja mal geil. Das ist der Hammer. Neue Erze und so. Pentalatit-Kopfer, Magnanit. Oh, was sind denn das für Gesteine? Episch. Grape, Kalampe, Blackberry. Weg. Ja. So. Dafür das Zeugs mitnehmen. Was haben wir denn hier? Saphir. Nehmen wir mit. Rabi nehmen wir mit. Noch mehr Rabi. Pitchblade ist nix. Cadmium auch nichts. Blueflöte nichts. Pentaltit kenne ich nicht. Eisen. Die Erde. Stone 1. Cotton Seeds rausschmeißen. Saphir. Jetzt schauen wir mal inmitten von diesem Gestein. Von diesem Meteorit. Das ist Sulfur, brauchen wir nicht. Magnanit, Fluorid. Nö. Okay. Wir werden es später dann anschauen. Maple.